So, wir sind wieder da, ihr Lieben. Ja, guten Morgen, YouTube. Es ist 13 Uhr und sie springt aus dem Bett raus. Natürlich. Ja, weiter geht's ja auf unserer Dotter-Ranch. Mit der Schnecke, wie immer. Hallo. Sie springt durchs Rampenlicht. Und es regnet. So, letzte Folge. Was hatten wir da gemacht? Wir hatten hier noch ein bisschen Gemüse verkauft und so weiter. Ist auch schon wieder was fertig. Kürbis. Ich häng fest. Unser nächster Punkt ist es, weiter Geld zu machen. Und vor allen Dingen auch mal unser Haus fertig zu bauen hier vorne. Und beim Ranger oben, ne? Ist das ein Ranger? Irgendwie sowas? Ranger, ne? Ja, beim Jäger, ja. Aber waren wir gewesen, haben uns hier eine Aufgabe geholt, weil uns einfach mal so ein Bär überfallen hat. Wir müssen 5 Raubtiere töten. Mal gucken, was wir dann dafür kriegen. Ja, doch, und dann steht er, spricht mit dem Gewehr. Ranger. Da hat er gesagt, wir kriegen ein Gewehr. Aber ich hoffe mal, dass wir vielleicht ein bisschen Geld kriegen. Okay. Du da so ein Oschi, ey. So, vor allen Dingen bräuchte eigentlich 150 metallführender Dings. Für die Sprengbeanlage, ne? Ja, für so eine Windmühle, dass das hier automatisch mal bewässert wird, weil wir laufen wirklich hier nur noch hin und her wegen Wasser. Wir können wieder hier was neu pflanzen. Was hast du denn da jetzt weggemacht? Erdbeeren. Ja, einmal Erdbeeren ist hier noch drin, das kommt da jetzt hin. Dann haben wir noch 5 mal Kürbisse. Und dann bei der Hühnerle. Müssen wir mal langsam wieder Saatgut mitbringen. Zum Glück ist es nicht so teuer. Wo ist ein anderer Eimer? Ja, die 2 liegen noch. Wie lange dauert das denn, bis die Eier schlüpfen? Also die Hühner aus den Eiern. 12 Eier haben wir hier noch, Marcel. Mhm. Also so ein bisschen wieder Futter auffüllen. Sieht noch gut aus. Machen wir zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ich habe Angst, das hier hinten aufzumachen, dass die dann weglaufen. Weil 2 sind da vor uns. Stimmt, die sind ja hier hintergegangen, 2 Hühner. Sind die alle wieder vorgekommen? 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab den Eimer 6. gefunden. Und? Was ist das denn? Oh, wir haben ein Küken. Hallo. Hallo, Denise. Aber hier liegen noch 2 Eier drin. Okay. Vor allen Dingen, sie kauft immer Hühner und wir kriegen ständig Küken. Es geht ja darum, dass erstmal eine kleine Horde da ist. Dass wir auch Eier kriegen. Schnell. Ich meine, die können wir jetzt dann auch schon wieder verkaufen. Wir haben 12 Eier hier drin. Du. Huch. Ach, schon so schwach, dass du schon einen Eimer fallen lässt. Wollen wir gleich verkaufen. Was? Die Eier. Ja. Beispiel. Ich ande mal gerade. Und die Musik passt auch so schön. Ich habe einfach herbstliche Musik. Ganz beruhigend. Man hört es bloß ja nicht auf YouTube. Was? Nee, die Musik, die ich hab nie. Die hört man dann nicht auf YouTube. Das ist aber schade. Dann pack drauf. So, dann fahren wir Die an. Eier. Oh, noch die Eier. Fahren wir mal zum Laden hoch. Ja. Hup. Hier, ich bin da. Breit. Also meine Beine hochnehmen. Kann gemütlich hinsetzen. Den nix. So. Auto, oh mein Gott.
Dann gehen Sie mal verkaufen, junger Mann. Wir bräuchten dann wieder ein bisschen Futter. Och, wie schnell die ist das aber auch alles wegfuttern. Verkaufen die Eier. Das bringt 72. Hm. 129 insgesamt. Und das Futter. Warte mal, ich nehme nochmal neue Erdbeeren mit. Oh nee, Ananas. Nee, Ananas nicht. Ich mag keine Ananas. Futter und Wasser. Nee, ich auch nicht. Aber Paprika können wir ja mal gucken. Aber guck mal, wenn die Ananassamen so teuer sind. Dann bringen die hier die Weintrauben. Ja, einmal mit. Hier, zack, 250 im Warenkorb. Guck mal, wir können ja einfach mal testen. Ja, vielen Dank für deinen Einkauf. Hm. Und dann können wir ja jetzt noch mal, ach, die Eier hat es mitverkauft, ne? Naja. Huch. Wow. Was ist da? Ich hab, wollte es gerade reinstellen, da war auf einmal da dein Korb gewesen. Was? Was? So, hab ich dir etwa einen Korb gegeben? Nee. Okay, wir kriegen jetzt nicht mehr auf den Wagen, also das schaffen wir mal wieder zu Dothead zurück. Ich glaube, mein Mann hat gerade was ganz Lustiges geguckt. Dann gut. So. Und dann nochmal hier. Ach, können wir schon wieder was ernten? Achso, ne, warte mal, lass mal. Ich wollte gerade die Samen nehmen. Weißt du, hier sind noch zwei Säcke. Wir brauchen Futter. Ja, wir brauchen das. Die Kleinen haben doch Hunger, Marcel. Die haben doch Hunger. Guck mal, die Kleinen. Zwei Kleine sind hier. Huhn, geh weg, ich muss da lang. Hier ist ein Ei. Nein. So, einmal die hier. Ich werde angegriffen. Es ist befruchtet. Warum rennt jetzt ein anderes Huhn schon wieder weg? Weiß ich nicht. Kommst du her? So, wie sehen denn hier die Pflanzen aus? Das sieht gut aus. Ja, ich lass doch dein Ei in Ruhe. Hier, und das Küken haut auch ab. What? Gehst du zurück? Hau das für Küken einfach ab hier. Ja, komm bitte wieder schön zurück. Und das Huhn, das musst du dir immer zugucken, Marcel. Gucke. In Erdbeeren kann man doch bestimmt auch Marmelade oder irgendwie sowas machen, ne? Weiß nicht. Osch, wir können gleich nochmal wegfahren, weißt du? Ja, eigentlich. Ich hab's fallen lassen. Huh? Huch? Also die Steuerung ist manchmal seltsam. Nee. Wir können immer noch ernten. Naja, war ja gerade dabei gewesen. Und bewässern müssen wir auch schon wieder. Oh Mann, ey. Dann tu du mal ernten. Ich bewässer. Falls das Auto davor. Ja. Aber ja, Leute, so ist das Farmleben. Du bist nur für die Tiere und die Pflanzen größtenteils da. Den ganzen Tag. Nicht mit Spaß haben hier nebenbei. Hm.
Was sind denn das für Erdbeeren? Das sind Tomaten. Menno. Sei doch nicht so gemein. Bin ich nicht. Ja, auf geht's auch. Was auf der Pflanze steht. Ich würde die hinterste haben. Das ist Millimeterarbeit. Ja, ich merke schon. Ach wow. Kommt noch so ein großes Ding dazu, ne? Ja, hier ist wieder was kaputt. Das ist doch nicht schlimm. Mein Gott. Okay, doch, die habe ich jetzt auch bewässern können. Okay, probieren wir nochmal neu. Den Hühnis geht's an sich gut. Hat sich kein Huhn festgebackt. Was die da drin machen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall klappt es noch mit dem Futter hier draußen, dass die das nehmen. Also. Na. Da müssen wir erstmal nichts ändern. Aber ich finde es halt schade, dass man Sachen, die man gebaut hat, wie gerade diese Wasser- und Futtertröge, dass du die nie aufnehmen kannst und versetzen. Man kann nicht alles haben. Vielleicht kommt das noch mal das irgendwie reingepatcht oder so. Ja, oder halt auch wenn das regnet, dass das automatisch dann bewässert wird durch den Regen. Sinnvoll wäre es auf jeden Fall. Ja. Aber die Weintrauben hast du auch schon gegossen? Ja, ich habe alles gegossen gerade. Oh, das kleine Küken da. Oh. So süß. Ich kann das gleich nochmal lecken. Aufheben, danke. Hey, ich drück E. Oh, jetzt hat er aber gerade geleckt hier. So, und das kann auch weg. So, hier können wir noch was ernten. Ah, da ist schon wieder wegschaffen hier. Naja. Na gut, wir wollten ja eh dann noch zum Markt. Mhm. Wegen. Ich will dann da gleich mal gucken, ob man. Warte mal, können wir das auch alles beim Baumarkt verkaufen? Ja. Fahren wir mal zum Baumarkt hin. Ja. Und da irgendwie was produzieren kann mit, weißt du? Dass man da noch ein bisschen mehr was rauskriegt. Ist da noch so viel drinne? Ja. Oh. Ich bin noch nicht fertig. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles. Sieht gut aus. Jo. So. Baumarkt. Huch, falsche Taste. Ah, der Aus einfach. Komplett durch. Ich kann jetzt an mein Bein. La Paloma, oh hey. Ich guck mal, ob ich mal irgendwo ein bisschen will. Stopp! Ich will aussteigen. Was hast du denn? Ich hab da ein Wild gesehen. Da. Ach, Dotte. Eins, rennt weg. Oho, Jäger aus Leidenschaft. Eins von... Nee, zwei von zehn. Ja. Das ist aber kein Raubtier. Nee, okay. Ich dachte, das zählt jetzt auch. Oder muss das bei ihm in der Nähe sein? Deswegen sagte ich ja vor uns, ob ein Reh auch jetzt als Raubtier zählt. Na wohl nicht, aber ein Bär ist ein Raubtier, ne? Ja. Wo ist das Auto dort? Herr Dotte. Herr Dotte. Wollen wir gar nicht mehr mitnehmen.
immer noch das andere. Dann fahr du schon mal hoch. Ich komm dann hinterher. Ah nee, wir fahren ja nicht zum Laden. Ja, ich fahr das da trotzdem mal verkaufen. Okay, wir haben noch ein drittes gehabt. Wo haben wir das denn erlegt? Hinter den Bäumen. Ja, ich bin hinter den Bäumen, ja. Ah, hier. Hab's gefunden! So, wo war der Laden? Da oben. Hoi, 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 hoi. Bin ich schon hochgefahren? Nee, ich bin beim Baumarkt. Du bist im Baumarkt gefahren. Verkaufen, 180. Verkaufen? 28 mal Erdbeeren mal 4. Bestimmt so verkaufen. Ein Topf, da brauchst du doch bestimmt dann auch eine Herdplatte für, ne? Topf ist, wenn du Käse machen willst und fürs Wurst. Das weiß ich. So. Ja, dann bringt was anderes gibt's hier. Die Futterproduktion ist Campingkocher, Wurstspritze, Fleischwurf, Topf. Du bist jetzt beim Baumarkt, ne? Ja. Dann guck jetzt wegen Zement und. Ach so. 75 Zement, 8 Metall. 75, warte mal, Werkzeuge, Ressourcen, 75. Ich gehe jetzt vielleicht einfach zu dem Laden hier hoch. Ich renne das jetzt einfach kurz. 50, 60, 70, 75. Wäre ich jetzt schon tot mit meiner Atmung, aber im Spiel geht das. Wenn ich das jetzt kaufe, ne, dann haben wir noch 21. Ja, ich verkaufe jetzt gleich noch was. Okay. So 3 Fleisch. Ja, aber dann haben wir das Haus wenigstens erstmal fertig. Ja! Na, und das ist ja auch schon mal was. Deswegen. Dass er das nicht automatisch da aufs Auto draufpackt. Nein, wir müssen Tetris spielen. Huch. Was war das gerade? Ich weiß nicht. War das gespeichert? Da ist schon wieder ein Wildtier. Ich töte es nicht. Weil es ist nicht das Wildtier, was wir benötigen. Nur Tiere, die einen angreifen. Hallo, schönen Tag noch. So, 75. Davon? Ein Raubtier dann wirklich Bären und. Weiß ich, gibt noch Wölfe. Eichhörnchen? Nein! Die greifen dich doch nicht an. Marcel. Also ich habe das Gefühl, man muss wirklich noch Gas geben. Wenn du vom Gas runtergehst und lenkst, dann lenkt der nicht. So, wo bist du denn? Ich bin gerade beim Laden. Ich muss da noch ein Stück Fleisch unten holen. An der Kreuzung. Huch. Hallo, Reh. Wenigstens tut uns das keiner hier klauen. Und noch das letzte. Da kommt Marcel. Mimi, ich bin beim Hallo. Laden. Wo bist du denn? Jo. Ich laufe gerade wieder runter. Du bist gerade hochgefahren, ich laufe wieder runter. Hast du schon verkauft? Nee, eins fehlt ja noch. Ach so. Oh. Ja. Hä? Was? Sag mal, egal. Ach so. Also das letzte Stück. Ich sehe es. Was war denn gerade für Geräusche? Auto macht komische Geräusche. Wo läuft sie denn? Da, hallo? Dotte. Was? Warum fährst du rückwärts? Ja, weil ich da oben gestanden hab. Okay, dann auf zum Laden. Jetzt verkaufen wir aus Versehen das Krams dort. Nein, wir können da separat anklicken. Kann's ja.
rausnehmen und du fährst raus, genau. Da laufen wir nicht Gefahr. 45. Naja, hat er eben auch 15 dabei. Aber 66, ja. Schon eingeparkt hier. Mhm. Ja. Hab schon länger einen Führerschein als du. Ja. Das, davon gehe ich jetzt mal aus. So, das Haus wird jetzt fertig. Was liegt da denn? Ja, Holz. Endlich. Wir haben schon wieder Neues, ne? Ne, Holz ist fertig. Jubala! Nee, ich will nicht fahren. Einsetzen. Metall ist fertig. Jubalu! Huch. So, ich habe das Metall in die Garage gestellt. So, und nu? Ah. Und jetzt? Oh, baue ein Haus. Na. Oh, guck mal. Sogar gleich ein Sessel mit drin. Auch bestimmt aus Zement. Oh, schön. Herrlich. Ein Sessel. Eine Couch. Geil. Aha, hier können wir. Hier ist dunkel, Junge! Ah, guck mal, hier ist sogar ein Bett drin. Kühlschrank. Jetzt müssen wir zusammen schlafen, ne? Was? Oh, krass. Ich lieg zuerst drin. Huch. Ist immer noch verbuggt. Ich weiß, dass das immer nicht ging. Schlafplätze bereit belegt. Du wohl in der Garage. Es ist doch ein Doppelbett. Was soll das denn? Keine Ahnung. Hat man, das stand doch im Kanal weg. Das backt ein bisschen rum hier. Mal kein Licht einschalten. Aha. Nice. Ja, meine Küche mit Herd. Cool. Ja, mein Haus, ihr Lieben. Ja, das Haus ist fertig. Endlich. Ich kann hier nicht mal runtergehen. Ja, du musst dich ducken. Was ist denn das für ein Quatsch? Na, ist wie, dass wir ein Doppelbett haben, wo nur ich drin schlafen darf. So. Baustelle, Haus abgeschlossen. Ist ein Ei hier draußen? Kaka weg hier. Meine Kaka. Meine Kaka. So. Greift mich was an? Und was soll man sonst auch Schönes machen, außer Sachen ernten? Nein, Kaka wegmachen. Nein, mich greift immer noch keiner an. Entfernen. Wir haben 3 befruchtete Eier. Oh. Ha. Ah. Okay, also nach 19 Uhr kann ich immer ernten. Ich glaube, früh war es um 11. Du erntest Eier? Ja, ich ernte Eier. Lass mich, ich ernte Eier. Manno. Folgentitel. Haus fertiggestellt und Schnecke erntet Eier. Mein Eimer. So. Die Hühner brauchen auch wieder Wasser. So, tue ich jetzt auch nochmal. Zack, 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 zack. Das Wasser ist komplett verbraucht hier. Jetzt so. Ach ja, schön. Ich kann mit einem einmarschen. Aber nur mit einem. Da, 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 da.
Da ploppt die Schnecke auf. Ist doch nicht. Ich ploppt doch nicht auf. Ah, die Musik ist so beruhigend. Du hörst meine Musik? Nein. Aber es fehlt nur noch diese eine Pflanze da. So. No. Oh. Manchmal spinnt dieser Boden rum. Nie ran. Willst du mal auf mich draufspringen? Ja, das geht nicht. Dann von der Seite? Ja, eben ging's ja. War ja eben auch drauf gewesen. Ja, vielleicht nur, wenn die Innenpflanzen vorne so ein bisschen ausgewachsen sind, dass du drauf gehen kannst, richtig. So, hä? Hat das so lange gedauert, dann muss man noch weiter gießen. Ja, ne? So. Geh hier mein ins Gott. Bett. Mal speichern. Und schlafen. Ah! So, das war Tag 9. Dann geht's bei der nächsten Folge wieder bei der Schnecke weiter. Daumen nach oben nicht vergessen. Ein Kommentar wäre auch nett. Alles wie immer. Macht's gut.